Haha, da ist er also. Hallo Freunde des günstigsten Ladereglers, MPPT-Ladereglers, den es auf diesem Kontinent und den anderen Kontinenten wahrscheinlich auch zu kaufen gibt. Und zwar seht ihr hier den 30 Ampere MPPT Solar Charge Controller V11830 Hieroglyphen. Und der hat mich gekostet 54,65. Steht ja auch hier. Allerdings kam dann noch der Zoll und wollte auch noch was von mir haben. Aber irgendwie ist da der Aufkleber abgekommen und ja, der Postbote meinte, ach weißt du, weil ich es auch nicht passend hatte, dann ist der Aufkleber irgendwie abgegangen und tja, dann hat es gar nichts gekostet, der da zufällig abgegangen ist. Genau, 9,45 Euro sollte ich gerade meinem Postboten geben, aber dann hatte ich es nicht passend. Und dann, weiß ich auch nicht, hat sich das irgendwie im Sande verlaufen. So, was ist hier jetzt? Jetzt schauen wir mal rein. Oh, da bin ich gespannt. Ich bin gespannt wie ein kleiner Junge. Boah, ganz schön große Kiste. So groß hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Make Sky Blue, genau. Das ist hier diese... Oh, der ist ganz schön eingedrückt, ne? Das ist halt die Marke aus China, was man vergleichen kann mit Eva oder Victron oder halt diese hochwertigen Markengeräte. Nur halt wesentlich günstiger. Ja, wie ihr seht, gut verpackt. Also da kann ruhig mal eine Ecke eindrücken, wie es scheint. Hier sind die Halterungen. Und ja, der ist auf jeden Fall schwerer als so ein Fake-MPPT. Das wird vermutlich auch daran liegen, dass da wesentlich mehr Technik verbaut ist. Das Aluminiumgehäuse allein sieht schon sehr hochwertig aus. Und es hat auch einen Lüfter hier. Oh, sieht der nicht gut aus? Ja, würde ich sagen, den schließen wir gleich mal an, wa? Was ist das gedacht hier? So wahrscheinlich, ne? Oder so rum wohl eher, genau, so rum. Ja, kann man sich vorstellen, ne? Dann hier mit Schrauben festmachen. Sehr schön. Also 30 Ampere hat der. Und das ist der einzige Laderegler, der halt auch runter auf 12. Hier sieht man auch 12, 15, 24, 30, 36, 45, 48, 60 Volt. Also der ist auch für 12 Volt Systeme, das gibt es ja ganz selten, dass ein günstiger MPPT-Laderegler, der dann auch funktioniert, für 12 Volt Systeme ist. Ne? Meistens sind die erst die günstigen, also ich habe auch einen gesehen, der kostet nur 24 Euro, ist auch ein echter MPPT. Aber der funktioniert halt nur bei 12-Volt-Systemen, also für 24-Volt-Systeme. Für 24-Volt-Systeme kann man günstige MPPT-Laderegler kaufen, aber bei 12-Volt, da kosten die halt wenigstens 54 Euro. Das ist jetzt der günstigste, den ich nach meinen Recherchen gefunden habe. Und ihr seht es hier, sogar in China kostet der noch 55 Euro knapp. Ne? Also selbst in China kostet der richtig gutes Geld. Ja, dann seid gespannt, wie er läuft. Ich bin's auch. Und ich baue den jetzt erstmal an. Erstmal mache ich die schöne Folie hier weg. Oh ja, hier sieht man auch die ganzen Spulen drin. Kann man die sehen? Moment. Ja, kann man nicht so gut sehen auf der Kamera, glaube ich. Aber ich kann die ganz gut sehen. Also da sind richtig dicke Kondensatoren drin. Die sieht man hier. Hier unten auch, also richtig fette Bauteile sind da drin und das ist klar, dass das halt auch entsprechend das Geld kostet, ne? Also gut, ich will hoffen, der funktioniert jetzt auch, weil ich den so angepriesen habe, nicht dass ich da direkt schon kaputte Sachen aus China bekomme, aber eigentlich die chinesischen Sachen, die sind heutzutage so gut, ne? Da kann man wirklich nicht mehr meckern. Und vor allem der Preis, der ist ja sagenhaft, also das gleiche Gerät von Victron oder Epeva würde halt wirklich ein Vermögen kosten, also mindestens 80 oder ich glaube der billigste von
Victron kostet 85 Euro und der hat gerade mal 20 Ampere. Der hat ja nochmal 10 Ampere mehr und kostet nicht mal 80 Euro. Also das ist schon wirklich ein guter Kauf. So, ich werde den jetzt erstmal die Anleitung durchlesen und dann werde ich den wahrscheinlich auch gleich anklemmen. Ah, hier sieht man auch das Schaubild, dass man die alle halt mit Sicherungsschalter absichern sollte. Ja, machen wir schon, ne? Okay, also, dann bis gleich. So, hier kann man jetzt auch mal direkt im Vergleich sehen. Hier hängt er das gute Stück. Er pulst das hier auch schon. 0,5, 0,6 Ampere ist jetzt der Ladestrom. Und auf dem PWM sind es 0,3. Hier ist auch die Messzange. Jetzt kann man direkt mal schauen. PWM, MPPT im Direktvergleich. 0,5. Ja, 0,53 so. Und die andere 0,34. Also ganz klar, tatsächlich, das, was meine Abonnenten behauptet haben, trifft hier auch zu. Der Ladestrom beim PWM ist doch ziemlich wenig im Gegensatz zu MPPT. Und ja, die Paneele, die sind jetzt hier mal so im Vergleich. Also dieser Test, der wird von mir noch ein bisschen besser durchgeführt, ist jetzt leider ein bisschen spät geworden, ist schon spät haben wir es. 6:30. Ja, ich musste heute zu viel andere Dinge machen. Zum Beispiel den Vater im Pflegeheim besuchen. Der will ja auch mal ein bisschen bespaßt werden. Er ist froh, wenn sich sein Junge mal bei ihm meldet. Ja, aber doch, die Unterschiede sind deutlich, ne? 0,5, also ein halbes Ampere jetzt um 6:30 ist ja doch schon eigentlich ziemlich spät für Solar. Und 0,3 beim PWM, beziehungsweise Fake MPPT. Das ist ja der MPPT, der soweit ganz gut arbeitet. Aber so ein geiles Gerät wie das, das ist jetzt wirklich mein ganzer Stolz. Der Stolz der Anlage, ne? Jetzt springt der Wechselrichter an. Ja, und derzeit wird noch der Kühlschrank gespeist, glaube ich. Mal gucken, was hier jetzt weggeht. Nee, das ist nicht der Kühlschrank. Da würde sonst mehr drauf sein. Wahrscheinlich, ach ja, nur das Modem, die Telefonanlage und die Überwachungskamera. Sind nur Geringverbraucher. Ja, also hier seht ihr auch 12,8, das ist auch nicht korrekt. Das habe ich auch schon überprüft. Die sind jetzt an derselben Batterie angeklemmt auch. Moment, ich schließe mal eben an. Ja, da sagt er 13 und er 12,8. Also stimmt irgendwie gar nichts überein. Alle drei Werte verschieden. Was ist, wenn ich jetzt die andere 12,93, dasselbe Spiel. Also die Batterie ist ja zusammengeschalten, die beiden Batterien sind zusammengeklemmt. Hier über die Batterieverbinder, die noch zu lang sind. Ja, ich weiß, die Kabelquerschnitte passen auch nicht, aber ich habe es jetzt halt alles erstmal so aufgebaut. Wenn ihr dieses Video guckt, ist das sowieso schon wieder alles umgerödelt. Ich bin hier, wie gesagt, gerade richtig am Umbauen. Und ja, ich wollte jetzt mit diesem Experiment nur mal zeigen, die Solarpaneele sind eigentlich ziemlich gleich verschattet. Also da unten ist jetzt von der Terrassenbrüstung der Schatten, sonst müsste ich sie zu weit hinten weglegen. Ich habe sie jetzt nur mal so ungefähr der Sonne entgegen ausgerichtet. Das linke ist übrigens PWM und das rechte ist MPPT und die haben beide 100 Watt. Also, das sind die Paneele von LuxMaus. Die habe ich ja auch schon mal vorgestellt. Das sind identische Paneele. Hier sind die Daten: 100 Watt, 17,8 Volt, 5,62 Ampere. Bei maximalen Laborwerten halt, ne? Und ja, sind halt dieselben Paneele, aber doch unterschiedliche Ladeleistungen, wie man hier deutlich erkennen kann, ne? 0,2 jetzt bei dem und 0,5 bei dem MPPT.
Also Make Sky Blue, das ist der Geheimtipp in der Szene, würde ich behaupten. Kauft euch den am besten bei AliExpress oder Wish oder was. Da macht ihr wirklich einen super Schnapper mit dem Gerät. Ich habe jetzt, wie gesagt, 55 Euro bezahlt. In Deutschland ist der wesentlich teurer, aber wenn ihr nicht lange drauf warten wollt, dann kostet er, glaube ich, an die 90 Euro oder so. Ist immer noch billiger als von Victron oder AppEver oder wie er heißt, ne? Also kann ich durchaus empfehlen, das Gerät. Absolut empfehlenswert. Ja, ihr seht, an meiner Anlage tut sich viel. Demnächst noch mehr, wie gesagt. Ich bin hier gerade richtig am Basteln. Habe mir auch so ein riesen Solarpanel gekauft. Dieses 270 Watt Polykristallin. Aber dazu später mehr. Abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Oder wenn ihr kaum erwarten könnt, was demnächst kommt, dann drückt auch auf die Glocke. Dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir erscheint. Und ja, lasst den Daumen oben da. Obwohl, das war jetzt bestimmt nicht so ein klasse Video. Aber ich wollte es unbedingt loswerden, dass hier auf jeden Fall neue Teile eingetroffen sind. Und ja, bis zum nächsten Video. Vielen Dank für euer Interesse und ciao.